Ich habe mir in China dieses Teil hier bestellt. Das ist ein Einmannzelt, wird dort verkauft unter dem Namen Bivi-Tent. Ist also ein relativ kleines Einmannzelt. Wer so Biwaksäcke zum Beispiel kennt, die sind ja mehr oder weniger mit einem Eingang zum Reinschlüpfen und sonst zum Zuziehen, also nichts Großes. Das Ding sieht jetzt mal größer aus hier vom Packmaß, als es ist. Also man kann es noch ein bisschen quetschen in alle Richtungen. Das heißt, man könnte das noch um einiges kleiner verpacken. Das hier ist der Sack, der dabei war. Das Ding ist nicht besonders schwer, also kann man auch gut in den Rucksack noch mit reinpacken. Und ja, wenn euch interessiert, ob das Ding was taugt und wie es aussieht, dann bleibt dran. Und vergesst auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Unten ist ein kleiner Button, ihr wisst schon. Hallo und willkommen zum neuen Video. Diesmal wieder ein bisschen Outdoor-Thema. Allerdings ein kleiner Equipment-Test. Und zwar dieses Bivi-Tent, das ich hier aus China bestellt habe. Für wenig Geld. Das Ding ist leicht, kann man noch viel kleiner zusammenpacken. Ja, und jetzt gehen wir mal nach draußen und schauen mal, wie das Ding zum Aufbauen ist und was da alles überhaupt drin ist. Und da schauen wir jetzt heute mal, was das taugt. Also von den Maßen her ist, sage ich mal, so was Schönes für eine Kanutour oder ähnliches. Also nicht allzu groß, nicht schwer. Kann man auch gut in den Rucksack reinpacken. Hier in so einem Beutel, der mitgeliefert ist. Und wenn ich das hier mal rausziehe, ich habe hier die Zeltplane. Das Zelt, wie ihr seht, ist so schwarz olivgrün. Die Plane ist ein bisschen länger als ich. Also mal schauen, wie ich da reinpasse von der Größe her. Aber müsste relativ gut passen. Dabei sind dann auch noch die beiden Beutel hier. Schauen wir erstmal in den längeren rein. Da haben wir zweimal ein Alu-Gestänge, das mit Gummischnüren verbunden ist. Also ist dann auch gleich zusammengesteckt. Gibt hier so einen Halbkreis. Und hier dann nochmal eins, das ein bisschen größer ist. Also ich habe es, wie gesagt, noch nie aufgebaut, aber ich nehme an, das eine ist für das Kopfende, das andere für das Fußende. Hier unten sind so Nuppel, wo man es dann wahrscheinlich einhängen kann zum Spannen. Und hier in dem kleinen Beutel haben wir drin ein Stück dünnes Seil und 2, 4, 6, 8, 10 Heringe. Ob wir da alle brauchen, werden wir gleich noch sehen. Ja. Also wie gesagt, ich habe schon mal kurz reingeschaut, aber bisher noch nie aufgebaut. Und das wollen wir jetzt einfach mal ausprobieren, was es taugt. Schauen wir nochmal die Hülle uns an. Die hat hier so eine Mumienform. Hier oben ein Lüftungsschlitz, Reißverschluss. Hier seht ihr, gibt es hier so eine Öse, wahrscheinlich um diese Stangen einzuhängen. Die werden, wie es aussieht, nur hier durchgeschoben. Und am Fußende nochmal genauso. Und ja, hier sind nochmal Laschen drin, wahrscheinlich um diese Stangen besser zu halten. Oder vielleicht kommt auch die Schnüre zum Abspannen hin. Mal schauen, ob wir die überhaupt brauchen. Ja, dann bauen wir mal das Zelt auf. Fangen wir mal an, indem wir hier diese Laschen einziehen. Okay, jetzt haben wir einmal oben, einmal unten das Gestänge. Eine Aufbauanleitung ist übrigens nicht dabei. Was wir jetzt machen, jetzt nehmen wir die Heringe und spannen mal die Ecken ab.
Also, wie ihr gesehen habt, relativ schnell aufgebaut. Jetzt sind auch die Heringe drin. Hier hängt jetzt ein bisschen hinter. Ich nehme an, dafür ist das Seil dabei, dass man hier noch spannen kann. Aber man kann wahrscheinlich auch so schon mal schnell drin übernachten. Aber jetzt machen wir hinten auch noch mal das Seil dran, dass ein bisschen Spannung drauf kommt. Nachdem es hinten abgespannt ist, seht ihr, hat das Ganze hier ein bisschen jetzt mehr Spannung. Ich habe jetzt nur mal nur mit einer Schnur hinten abgespannt, habe noch drei Heringe übrig. Ich nehme an, dass einmal an jeder dieser Laschen abgespannt wird. Wahrscheinlich zwei nach vorne, zwei nach hinten. Da kann man mal die Schnur mal noch entsprechend kürzen und fest anbringen, damit man es mit diesen Heringen reinhängen kann. Vielleicht noch ein paar Schnellspanner ran machen, damit man es dann auch schnell spannen kann. Ansonsten kann man es auch mit entsprechenden Knoten ja machen. Dann schauen wir jetzt mal ins Zelt rein. Okay, wie ihr seht, hier wird aufgemacht, der Einstieg bleibt unten. Hier ist so ein bisschen Lüftungsloch, sonst hat man nicht so viel Lüftung. Mal schauen. Ach, hier innen kann man nochmal ein extra Netz zumachen, wo man dann einfach ein Mückennetz hat. Wenn es warm ist, braucht man da nicht ganz zumachen, kann einfach nur das Mückennetz zumachen. So, schauen wir uns mal von innen an. Ja, was ist mein Fazit zu dem Zelt? Aufbau geht relativ schnell und einfach. Also man braucht auch keine große Anleitung dazu. Nur die Stangen reinschieben, mit den Heringen abspannen. Wenn man will, dass das Ganze noch ein bisschen höher hängt, dass man nicht alles dann auf dem Schlafsack hängen hat vom Zelt, kann man es dann noch mit Schnüren abspannen. Da sind dann, wie gesagt, noch vier Heringe übrig dafür. Schnur ist jetzt nur eine große lange dabei, die kann man sich aber dann zurechtschneiden, wie man sie haben will. Es sind jetzt keine Spanner dabei für die Schnur, aber man kann es mit entsprechenden Knoten spannen oder noch so einen kleinen Kunststoffspanner reinmachen. Also das ist jetzt auch keine Hexerei, oder man macht einfach nur eine Öse ran und spannt sich mit dem Hering so ein bisschen. Reicht teilweise auch aus. Was ich ein bisschen kritisch sehe, ist die Belüftung. Wenn ich nur das Fliegennetz vorne zu habe und den Rest offen, dann denke ich mal, dürfte die Belüftung gut und ausreichend sein. Wenn ich das ganz zu mache, dieses vordere kleine Belüftungsloch, ist auch nichts dabei, dass man das ein bisschen aufstellen kann. Das heißt, da dürfte die Belüftung relativ mau sein und morgens natürlich durch das Kondenswasser, das man dann im Zelt hat, vermute ich auch mal, da man ja mit dem Schlafsack und mit dem Körper überall rankommt dort, dass man da dann doch morgens, wenn man Pech hat, recht nass sein könnte. Aber ich werde das Ganze mal ausprobieren. Mein Tipp wäre wahrscheinlich, wenn man dieses Zelt verwendet, den Eingang wohin bauen, wo vielleicht ein bisschen wassergeschützt ist, also so Richtung den Baum oder so, dass man da dann vielleicht auflassen kann nachts über. Oder wenn man weiß, es bleibt eine trockene Nacht, dann ist man zumindest vor Mücken geschützt und ähnlichem krabbelnden Getier. Von daher denke ich mal, ist es okay. Preislich liegen solche Zelte, ich habe sie schon gesehen, ab 15 Euro bis zu 35 Euro. Falls ihr es euch mal zulegen wollt, müsst ihr mal ein bisschen schauen. Regendichtigkeit kann ich jetzt leider nichts dazu sagen, wie dicht das Ding ist. Ihr habt oben nicht viel Nähte, an der Seite war es ein bisschen, da wo die Deckplane mit der unteren zusammengenäht ist. Ja, müsste man schauen, aber ich sag mal, für einen leichten Regenschauer oder mal gegen den, wenn es mal recht viel Morgentau hat, könnte es vielleicht helfen. Allerdings weiß ich dann nicht, sag ich mal, wenn es Morgentau hat, ob man da innen nicht vielleicht auch genauso nass ist. Deswegen
Ich habe noch ein anderes Einmannzelt, das hat ein Längsgestänge, das man einmal nur über die Länge spannt und dann links und rechts abspannt. Hat dann so eine leichte A-Form, in der Mitte aber allerdings gebogen. Ist ein bisschen mehr zum Aufbauen als das Ding hier, also man braucht ein bisschen länger. Aber zumindest liegt man in dem Zelt trocken und auch einigermaßen gut belüftet. Also wie gesagt, das habe ich schon mal ausprobiert. Aber ich denke mal, für eine kurze Tour als Notfallzelt oder wenn man ein kleines Packmaß haben will, ist das Ding hier wahrscheinlich genau das Richtige. Ja, ich hoffe, das Video war wieder interessant für euch. Würde mich natürlich über einen Kommentar von euch freuen. Was haltet ihr vielleicht denn von dem Zelt? Habt ihr vielleicht sogar so ein Bivi-Tent aus China? Und wie sind eure Erfahrungen damit? Habt ihr vielleicht auch einen Biwak-Schlafsack oder Einmannzelte? Oder seid ihr eher so der Typ, wenn ich zelten gehe, dann möchte ich Platz haben und habe ein größeres Zelt? Also ich gehe auch manchmal zelten, wenn ich alleine bin, in einem Zweimann-Zelt dann oder in einem Dreimann- oder sogar Viermann-Zelt. Also da habe ich auch was richtig schön Großes, wo man dann auch zu zweit in so einem Viermann-Zelt also echt gut Platz hat. Wenn man sogar noch ein Vorzelt dabei hat, habe ich auch eins. Ja, was sagt denn ihr dazu? Lieber mehr Platz und dafür mehr zum Tragen und auch mehr Volumen oder doch mal sowas Kleines und dafür auch mal ein bisschen unbequemer schlafen? Ja, über einen Daumen hoch würde ich mich natürlich auch freuen. Und wenn ihr meinen Kanal abonniert, unten ist ein Button. Ihr wisst ja, wenn ihr die Glocke daneben aktiviert, bekommt ihr Bescheid, sobald ein neues Video rauskommt. Hier gibt es jetzt dann noch weitere Videos von mir. Vielleicht ja was Interessantes für euch dabei. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!